Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel RimWorld. Wir sind immer noch in der Beta 18 und das ist die zweite Staffel auf meinem Kanal. Wir werden uns mal wieder ins Abenteuer stürzen. Ihr wisst ja, RimWorld, das hat bei mir Tradition. Seit der Alpha 11 sind wir dabei und haben zu jedem dieser bisher erschienenen neuen Alpha-Versionen ein Let's Play gemacht, zu einigen zwei. Wir haben auch schon eine Total Conversion gespielt. Die Mars X-Mod könnt ihr gerne auch mal anschauen, ist sehr interessant. Und jetzt machen wir die zweite Staffel zur Beta 18. Ich habe mir überlegt, dass wir diesmal einen anderen Ansatz fahren. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr im Sumpf spielen, da habe ich ganz klar schon zugesagt, dass ich das wohl nie wieder machen werde. Die Umwandlung von Boden ist mir einfach zu umständlich, das dauert viel zu lange. Deswegen gehe ich diesmal in ein anderes Biom und während ich genau weiß, dass einige von euch sich sehr gewünscht haben, dass ich mal in einem arktischen oder zumindest in einem kalten Biom spiele, werde ich es hier noch einmal anders machen. Ich möchte gerne im gemäßigten Biom spielen, dafür wird das hier aber eine stark gemoddete Version sein. Eine sehr stark gemoddete Version. Ich glaube, wir haben über 60 Mods aktiv. 62? Oder waren es 52? Die Mods, die hier verwendet werden, sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise ist da ein Link, der zeigt auf eine Steam-Kollektion, wo alle Mods aufgelistet sind. Da könnt ihr euch informieren und gegebenenfalls auch die Mods alle abonnieren, wenn ihr das hier nachspielen wollt. Sehr gerne. Ich werde euch natürlich auch gleich mit den Daten versorgen, wie zum Beispiel Seed, Kartengröße, Startposition und so weiter. Das werdet ihr alles sehen. Und dann steigen wir direkt ein. Ja, also wie gesagt, das Eismod oder das Eisszenario, das wollte ich noch sagen, das behalte ich mir vor für die Release-Version zur 1.0. Denke ich, ist es soweit. Ich will noch keine Versprechungen machen, aber wenn das Spiel, wenn RimWorld rauskommt, was ja auch nicht mehr so lange dauern soll angeblich, dann kommt auf jeden Fall mal was in einem Eisszenario. Also, ob ich dann Arktis Eisplatte nehme, also richtig, wie heißt das in diesem Spiel? Ich glaube, also Arktis, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber so ein kaltes Biom, eins von den etwas milderen, auf jeden Fall gerne. So, steigen wir ein. Wir gründen eine neue Kolonie und das Szenario wird sein Absturz, weil ich möchte diesmal auch nicht wieder mit dem Stamm spielen, sondern mit einer normalen Gruppe von Überlebenden. Wir werden als Geschichtenerzähler reiner Zufall nehmen. Der schmeißt die Events völlig ungeachtet der momentanen Lage und Situation einfach rein. Und ja, da ist es dann auch egal, ob sie leicht oder schwer sind, das kommt alles querbeet. Und als Schwierigkeitsgrad entscheiden wir uns diesmal auch für Mittel. Ich möchte auch sagen, warum. Wir werden in diesem Spiel relativ viele Mods aktiv haben, das hatte ich gerade schon gesagt. Einige davon verändern das Spiel so stark, dass auch ich mich da erstmal einarbeiten muss. Ich habe viele von den Mods, die jetzt gleich aktiv sein werden, noch nicht gespielt. Hab also keine Ahnung, wie die funktionieren, wie die Voraussetzungen sind. Und deswegen hoffe ich, habt ihr Verständnis dafür, wenn ich hier nochmal auf Mittel spiele. Und gehen wir direkt auch weiter. Den Seed, den könnt ihr eingeben, dann kriegt ihr die gleiche Welt. Wenn ihr Folgendes beachtet, ihr müsst den Seed auch alles kleinschreiben, so wie ich das mache. Ihr müsst auch die planetare Abdeckung auf 100% stellen, so wie ich das jetzt mache. Die Generierung kann lange dauern, das ist aber wurscht, das wird nur einmal gemacht. Von daher, bitte beachten. Hier alles auf normal stehen lassen, Niederschlag und Temperatur und dann generieren. Und ich werde jetzt mal nicht sprechen, weil ich nicht weiß, ob bei der Berechnung die Mikrofonaufnahme einwandfrei ist. Bis gleich. Ja, 100% dauern tatsächlich auch ein bisschen länger. Bei einigen von euch, die vielleicht eine neuere CPU haben, mag das schneller gehen. Hier läuft noch mein Aufnahmeprogramm mit. Deswegen
kleines Momentchen Geduld müssen wir haben. Ich werde zwar nicht rausschneiden jetzt, weil ich jetzt doch reingesabbelt habe. Mein Gott. Na, wenn er sich mal nicht aufgehängt hat hier. Eieiei, so, da sind wir. Das ist also unser Planet. Ich schaue mal hier auf Gelände. Ich habe schon Landekoordinaten ausgewählt. Das heißt, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Die Koordinaten gebe ich euch gleich. Ich muss das selber erstmal finden. 30,19. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr sucht. Hier ist die Wüste, die Eawor-Wüste. Rechts davon in diesem gemäßigten Bereich irgendwo über dieser Piratenfraktion. Das ist nur eine, die hier so rechts davon ist. Da unten sind noch mehr. Aber diese hier ist recht alleine. Und da ist irgendwo unser Landepunkt. Und ich meine, es war dieser hier. Moment. 30,19 Grad nördlich. Und 69,83 Grad östlich. Das ist unser Landepunkt. Und es handelt sich hier um ein bergiges Terrain. Wir haben die Felsarten Marmor, Sandstein und Granit. Wir sind auf einer Höhe von 1250 Meter. Die durchschnittliche Temperatur ist 8,6 Grad. Das hört sich niedrig an, aber ist okay. Die Wintertemperatur ist minus 5,5. Und die durchschnittliche Sommertemperatur 22,7. Wir haben 30 von 60 Tagen Wachstumsperiode, also anders als im Sumpf, wo es ganzjährlich war, haben wir hier nur 30 Tage. Wir müssen also wieder ein bisschen aufpassen auch. Und wir haben darüber hinaus spezielle Eigenschaften, noch Höhlen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Und jetzt müsst ihr noch eins beachten. Einen Moment, ich muss noch mal eben kurz was nachsehen. Ist das jetzt noch der richtige Punkt? Genau, ihr müsst vorher auf jeden Fall, bevor ihr weitergeht, auf Erweitert klicken. Sonst bekommt ihr nämlich eine andere Karte und müsst hier bei der Kartengröße einstellen 325 x 325. Das ist die Kartengröße, auf der wir hier spielen werden. Der Punkt ist noch ausgewählt. Hier, wie gesagt, nochmal die Koordinaten. Dann auch weiter. Und dann erstellt ihr euch hier natürlich eure Gruppe. Ich werde das Ganze mit der Mod Prepare Carefully machen, denn ich habe mir hier schon ein Preset gespeichert. Dr. Wolfsherz heißt das, das werdet ihr nicht haben. Da sind drei Charaktere, denen habe ich schöne Köpfe und sowas alles verpasst und man sieht hier halt, welche Fähigkeiten diese Charaktere haben und wie die genau sind, das gucken wir uns dann gleich im Spiel an. Jetzt starte ich das Spiel und halt nochmal meinen Mund, während das Raumschiff crasht. Wir sind sicher. Und da sind wir. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapsel zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten, am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Und da sind unsere drei Rettungskapsel. So, Teddy, Livy und Rick, da sind sie. Und ich werde jetzt direkt auf Pause stellen. Wir werden uns einen kurzen Überblick über die Karte machen, verschaffen. Das ist eine sehr große Karte, 325 x 325. Ich kann sie euch daher schlecht komplett zeigen. Hier oben ist ein riesiges Gebirgsmassiv, das ist immer schön. Wir haben ein paar kleinere Hügel. Es ist, hier ist schon mal eine geschützte Lage. Ich sage euch auch, warum ich das so speziell betone. Wir werden nämlich wahrscheinlich dorthin gehen. Auch hier wäre es relativ schön zu bauen. Eigentlich hat diese Karte viele gute Positionen. Auch hier könnte man schön absichern durch eine Mauer. Aber ich habe mich dann halt für diesen Ort hier entschieden. Hier irgendwo werden wir anfangen zu bauen. Wo genau, das weiß ich noch nicht. So genau habe ich mich noch nicht entschieden. Ich wollte ja auch nicht alles vorwegnehmen. Aber der Landepunkt ist halt sehr schön. Wir schauen mal, wir haben hier ein paar Höhlen. Da wachsen Pilze drin. Hier haben wir die Agarilux.
Da ist Leuchtstuhl, hier ist noch mehr Algarilux. Und ja, ich finde sehr schön mit den Höhlen. Das ist ja auch ein neues Feature. Und das hatten wir im Sumpf halt eben nicht zu sehen bekommen. Jetzt aber schon. Hier oben ist viel Eisen. Verzeiht bitte. Hier stehen ein paar schöne Bäume. Ich denke daher, dass das hier eigentlich gar kein schlechter Ort wäre. Und auf der anderen Seite, ich muss mal gerade schauen, da ist ein bisschen Wasser drin. Warum gucke ich jetzt nach Wasser, werdet ihr euch fragen. Das hat was mit einer der Mods zu tun, die jetzt aktiv sind. Und ich werde euch gleich mal zeigen, welche das ist. Ich habe nämlich die Mod Dubs Hygiene Mod aktiviert. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo das ganze Zeug hier ist. Da unten, da gibt es nämlich dann diverse Gegenstände, wie zum Beispiel einen Ofen, ein Solarheater, Radiatoren, es gibt Bewässerungssprenkler, es gibt hier Ventile für die ganzen Verrohrungen, die wir vornehmen können, weiße und braune Rohre in Holz und in Stahlausführung. Dann haben wir hier einen Boiler, es gibt Duschen in verschiedenen Farben, es gibt Badewannen, es gibt Toiletten, es gibt Waschbecken, einen großen Wasserturm, einen kleinen Wasserturm, einen Wascheimer für den Anfang, eine Latrine. Ihr seht schon jede Menge neuer Kram und man kann sogar noch mehr erforschen. Das hier ist nur quasi die erste Forschungsstufe, die freigeschaltet ist, mit der man anfängt. Und oh, hier sind Wags, sehe ich gerade. Zwei gleich. Dann ist das natürlich nicht der beste Startort, das gebe ich plötzlich zu. Trotzdem werden wir das machen. Und die Wags werden wir versuchen, relativ zügig oder schnell zu erlegen. In der Hoffnung, dass das gut klappt. Wir haben ein paar gute Schützen dabei. Von daher sehe ich da durchaus Chancen. Also, die Dubs Hygiene Mod ist dabei. Das ist aber, wie gesagt, nur eine von vielen. Ihr werdet sehen, hier oben ist eine Banknote. Wir haben auch die Rimbank Mod aktiv, mit der man Silber in Banknoten umtauschen kann. Wie das Ganze genau funktioniert, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Das gucke ich mit euch zusammen auch an. Auf jeden Fall bringt das halt noch eine weitere interessante Spielebene. Jetzt gucken wir mal kurz, wer unser bester Schütze ist. Ich meine, dass das, ja, ich habe es jetzt schon. Teddy ist es, der kriegt auf jeden Fall das Überlebensgewehr. Repetiergewehr in dem Fall. Rick ist bestenfalls im Nahkampf ein bisschen gut, der kriegt dann das Messer. Und Levi mit Fernkampf 9 bekommt die Pistole. Ich weiß nicht, da steht wahrscheinlich gerade jemand drauf. Ja. Wo ist denn die Pistole hin? normalerweise fängt man auch mit einer Pistole an. Aber scheinbar nicht dieses Mal. Ja, das kann ja spannend werden. Also, das hat die sich doch nicht selber schon genommen, oder? Ja, hervorragend. Also, wir haben nur ein Repetiergewehr und keine Pistole. Gut, wissen wir Bescheid. Dann, das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Ich bin fest davon überzeugt gewesen, dass man eine Pistole hat. Aber ich bin wohl im Irrtum. Okay, dann seht es als zusätzliche Herausforderung an. Wir haben nur einen Mann, der schießen kann. Das ist, ist natürlich nicht so schön. Wir werden uns einrichten. Und zwar fange ich mit einem kleinen Lager an. Ich würde sagen, hier auf dem Stein. Da können wir nämlich sowieso nichts anderes machen. Eine kleine Lagerzone. Ich denke, 7x7 reicht für den Anfang auf jeden Fall aus. Das ist unser provisorisches Lager. Wir brauchen eine Abfallzone. Auch die werden wir erstellen schon. Die packen wir erstmal hier hin. Da kommen Felsbrocken rein und so der ganze andere Kram, der nicht gebraucht wird. Dann machen wir Anbauzonen. Jetzt schon haben wir hier eigentlich, da ist gute Erde. Ein bisschen weit weg.
Trotzdem werden wir hier schon mal was drauf anbauen. Ich hoffe, dass ich einigermaßen die Zone erwischt habe hier. Ist nicht immer leicht zu sehen, was jetzt genau fruchtbar ist. Dazu müssten wir erstmal die ganzen anderen Sachen da drunter wegschmeißen. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn wir da jetzt ein Feld zu wenig oder zu viel drin haben. Ist halt nur schön, weil das wächst halt schneller hier auf diesem Boden. Und darum eignet es sich halt als Einstiegsfeld besonders gut. Oh, das ist Schlamm. Das ist Schlamm. So, hier ein Stück Schlamm, da können wir nichts machen. Ist halt so. Aber der Rest ist fruchtbar. Ja, ich denke, wir haben es einigermaßen. Wir werden anbauen fürs Erste. Oder nicht nur fürs Erste, wir werden Mais anbauen. Wir sind nämlich jetzt in der fruchtbaren Zeit. Das ist also die Zeit, in der Pflanzen hier wachsen. Wir machen noch eine weitere Anbauzone. Hier daneben. Und dann noch eine. Naja, das sieht ein bisschen unordentlich aus, oder? Also das mache ich nochmal anders. Wir machen eine hier. Und eine hier. Die lösche ich wieder. Die werden wir noch verbieten. Ebenso wie diese hier. Hier kommt rein Baumwolle. Und hier sind so ein paar... da sind so ein paar Stellen, die nicht so gut... die nicht so fruchtbar sind. Deswegen werde ich das auch nochmal ändern. Hier dieser Kiesboden, der ist nicht so super. Machen wir die Anbauzone hier, verbieten. Und da kommt dann Heugras, Heilwurzel rein. So, wir haben also hier einmal Mais zum Futtern. Wir haben hier Baumwolle und hier Heilwurzel. Aber die beiden werden wir erst anpflanzen, wenn diese Zone komplett bepflanzt ist. Da kriegen wir nämlich dann unser... erstes Futter raus. Und jetzt geben wir die ganzen Sachen frei. Zuerst mal die Rationen und die Medizin. Das bisschen Holz, was hier am Anfang liegt. Den ganzen Stahl, das Silber. Haben wir dann alles. Ich denke schon, hier die Bauteile natürlich. 30 Stück starten wir mit. Ist ja schon mal ganz ordentlich. Und wir werden später über die Karte schauen, ob noch irgendwo was anderes liegt. Das ist aber erstmal alles. So. Und wir werden ein paar Aufträge geben. Und zwar, ich bin am Überlegen, ob wir schon mal jagen sollten. Wir lassen die erstmal rüberlaufen. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Moment, wir müssen natürlich auch gucken, wer was macht. Und wir werden das hier direkt richtig einstellen. Feuerwehr auf 1. Patient auf 1. So, Livy ist gut in Medizin. Die ist also unsere Ärztin. Unsere Ärztin. Teddy kann das auch, aber dem nehmen wir das mal raus. Pflege. Also das hier ist Operieren und das hier ist die Pflege, sprich die Verarztung von Patienten. Machen wir hier mal auf 1 und hier auf 3. Bettruhe immer auf 1. Transport Plus muss auch immer auf 1 sein, wenn wir dringende Aufträge haben. Schalten ebenfalls für alle auf 1, wenn wir Schalter ein- und ausstellen müssen. Rearm haben wir noch nicht. Refuel haben wir auch nicht. Die packe ich aber auf 4. Dann haben wir Aufsehen. Wenn wir Gefangene haben, dann soll sich Rick darum auf jeden Fall kümmern. Verhandeln. ja. Verhandeln ist hier deswegen drin, weil wir noch eine weitere Mod aktiv haben, die auch für einiges an Abwechslung sorgen wird. Das ist die Mod, wie heißt sie? Hospitality. Die Hospitality-Mod, mit der wir ja mit Leuten... etwas besser interagieren können, mit Besuchergruppen genauer gesagt. Die kriegen hier ein eigenes Quartier, die können einen Erholungsraum haben, mit denen kann man, die kann man sogar anwerben, ja, wenn es ihnen entsprechend gefällt. Das ist also alles schon ganz schön. Wer ist denn gut in Sozial? Muss man mal eben schauen. Das ist ja hier der Skill. Das ist 10, ja, hier ist gar nichts.
Und hier ist 6. Dann würde ich sagen, verhandeln 2 und 2. So, trainieren für Tiere, das macht Teddy. Wenn wir welche haben, soll er das machen. Schlachten und kochen. Und brauen. Brauen ist nicht so wichtig, aber schlachten und kochen schon. Das ist dann die Hauptaufgabe von Rick. Jagen ist die Hauptaufgabe von Teddy. Und nicht von Livy leider, weil wir keine Pistole haben. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, erste Waffe, die wir finden, erste Fernkampfwaffe geht an Livy. Reparieren ist hingegen Livys Aufgabe, auch abbauen und aufbauen. Ganz klar. Feldarbeit macht hingegen Rick. So. Dann lasse ich das mal so. Waldarbeit. Ja, Waldarbeit ist auch wichtig. Wenn wir Bäume fällen, muss das natürlich auch schnell passieren. Aber erst, wenn nichts mehr zu kochen oder zu schlachten ist. Den Rest lasse ich erstmal so eingestellt. Hier Komponenten herstellen, schmieden und schneidern. Das ist Teddys Aufgabe. Und auch das Handwerk ist Teddys Aufgabe. Wenn er nichts zu jagen hat, dann sogar bevorzugt. Okay. Forschen ist Livys Aufgabe, wenn nichts anderes zu tun ist. Ja, ich denke, wir können das so lassen. Dann hätten wir das eingestellt. Außerdem gibt es direkt die richtige Arbeitszeit. Und zwar gibt es Arbeiten von hier bis hier. Aber natürlich mit Pausen. Hoppla, es ist vielleicht ein bisschen sehr hart. Gibt natürlich eine Pause von 12 Uhr. Machen wir euch 3 Stunden. Wenn jemand unbedingt arbeiten will, also keine Freizeit verbringt, dann können die das eh auch früher machen. Also, und dann können die auch früher andere Arbeiten wieder aufnehmen. Das machen die dann selbst. Das ist alles hier nur, ja, sehr grob. Die können das teilweise auch überschreiben. So, von daher, das ist die Einstellung. Können wir jetzt unsere Leute losgehen lassen. Die gehen einmal rüber. Teddy geht leer. Er entfernt hohes Gras. Ah, kotzt jetzt erstmal. Denn die kommen natürlich alle aus ihrer Kryokapsel jetzt. Und haben hier die Kryo-Schlafkrankheit. Das haben sie alle 3. Ach, Teddy ebenfalls jetzt. Wenn Livy auch noch was liegen lässt, na, dann herzlichen Glückwunsch. Eieiei, was ein Gegöbel. Ja, super, Teddy. Rick könnte ja das Zeugs mitnehmen. Ja, noch eine weitere Mod, von der ich den Namen nicht gerade kenne. Wir können das priorisiere Hauling Holz, priorisiere Trageholz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Einige Holz aufnehmen. Nee, nimm mal alle mit. So. Priorisiere Trage. Jetzt bin ich nicht genau sicher, was jetzt der Unterschied ist, weil es ist im Grunde, das eine ist Deutsch, das andere Englisch. Sagt aber das gleiche aus. Aber das eine ist halt eben von der Mod. Das wird wahrscheinlich das sein, was auf Englisch ist. Die Leute können jetzt etwas intelligenter tragen. Jetzt lässt Teddy gleich wieder das Ding liegen. So. Und dann kommt gleich unsere erste Kampfhandlung hier. Wir müssen diese Wags ausschalten, denn die sind direkt an unserem Siedlungsgebiet und das kann gefährlich werden, wenn die nämlich Hunger haben. Dann greifen die alles an, was in der Nähe steht. Und auch unsere eigenen Leute sind dann ganz schnell Ziel dieser Attacken. Hier müssen wir noch was bauen, das muss ich auch vorher machen. Und zwar ein Dach über dem Lager. So. Und jetzt geht's aber los. Teddy legt jetzt die ganzen Sachen hier hin. Baut eben das Dach. Nein, und jetzt werden wir ihn nehmen. Und werden die Wags angreifen. Wir
stellen den mal hier hin. Und ich hoffe, dass hier wirklich alles gut geht jetzt, denn das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache. Drückt also mal die Daumen. Und das muss funktionieren. So, ich habe den Spielstand gesichert und wir werden es jetzt dann mit den Wargs aufnehmen. Kurz gucken. Ich denke, jetzt kommen sie natürlich, jetzt muss Teddy gerade sich übergeben. Die sind so gefährlich nah. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier hin. Na, nochmal. Also wenn das gleich beim Kampf passiert, diese Kotzerei, dann haben wir schon ganz früh Probleme. Also wir müssen eh nicht in Deckung gehen. Eigentlich kommt es hier mehr so auf Distanz an. Zwar läuft er uns schon hinterher. So, jetzt versuchen wir es. Auf geht's, drück die Daumen. Aber wir sind doch ein bisschen nah, glaube ich. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. Ja, der ist jetzt zu weit weg, natürlich. So, jetzt aber. Jetzt ist er wieder zu weit weg. Geh einen Schritt näher. Noch nicht. Jetzt. Und los. Daneben. Weit daneben. Treffer. Sehr schön. Und der Wag rächt sich. Zweiter Treffer. Wie weit ist er runter? Noch nicht genug. Noch nicht genug. Oh mein Gott. Teddy, lauf! Wo ist Livy? Da ist Livy. Livy muss dazukommen. Livy, geh hier hin. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Nein, das wird nix, das wird nix. Wie weit ist er denn runter? Ah, das ist nicht gut genug. Im Nahkampf angreifen. Jawohl! Geschafft! Wie stark ist Livy verletzt? Ein Kratzer, ein Biss am linken Arm, ein Kratzer am rechten Bein. Na Gott sei Dank, haben wir Nummer 1 schon mal erledigt. Jetzt müssen wir nur erstmal das Tier erledigen, den Rest geben. Retten? Nee, auf keinen Fall. Den Rest geben. Zack. Da haben wir schon das erste Fleisch und wir müssen Livy jetzt ein provisorisches Bett bauen kurz. Wenn ich denn da unter Möbel. Ein provisorisches Bett. Machen wir hier. Ein Krankenbett. Da muss Livy eben rein. Und ich glaube, Rick war doch unser Arzt, oder? Ja, Rick ist nicht der Arzt, sondern... Ach, verdammt, sondern Livy selbst. Dann macht Teddy die Behandlung. So. Dann haben wir einen Wag erledigt. Einer ist noch da. Den kriegen wir auch noch platt. Kein Problem. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielleicht lassen wir unsere Leute jetzt erstmal ein bisschen laufen, damit so ein paar Sachen fertig werden. Hier das Dach für unsere Sachen. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen rübertragen. Und wir brauchen natürlich ganz schnell Unterkünfte. Ich denke, für eine erste Folge haben wir auf jeden Fall schon ganz gut was geschafft. Die Grundlagen sind da. Rick holt schon... Nee, Rick erntet jetzt oder entfernt das Gras. Hier ist ja schon ein bisschen was eingesät. Ja, läuft soweit. Livy erholt sich und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit dem zweiten Wag und dem Aufbau unserer neuen Kolonie hier im gemäßigten Klima diesmal mal wieder und ja, der zweiten Staffel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.